Weil ein Klassenkamerade von mir hat mir einen guten Tipp gegeben, wie man eine Monsterfalle bauen kann ohne Wasser. Das heißt, Wasser gibt es hier natürlich schon, aber kein fließendes Wasser. Und für eine richtig gute, effektive Monsterfalle braucht man fließendes Wasser. Habe ich mir gedacht. Also jetzt weiß ich, dass es auch anders gehen kann. Man muss jetzt einfach nur... Ach, das erkläre ich jetzt gar nicht. Das seht ihr dann, wenn ich das bauen werde. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt hier mal zwei Spitzhacken. Natürlich eins zu viel nehmen. Ach, ich bin so ein Mega-Pro da drin. So, hier. Und ich sollte mir... Ich hätte mir ein zweites Gesprächsthema aussuchen sollen. Aber da habe ich natürlich nicht angedacht. So. So sieht's aus. Interessant. Nein, eigentlich nicht. Also, ich laber ja keinen Schwachsinn daher. Außer jetzt. Und so ist es nicht interessant. So, am besten fangen wir von oben an, das Ganze abzureißen. Weil meine Musik einfach zu laut wird und ich sie professionell leiser schalte. Ah! Kackschwein. So. Kamikaze-Schwein springt mich einfach von oben an. So, jetzt reiße ich einfach mal kurz die Decke hier ab. Dass wir einfach hier mal... blöder Satz, ich sagen, tun. So. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Schnell mal professionell auf Handy guck, das sich gesperrt hat. Wir haben noch 55 Minuten und 16 Sekunden. Aber das tut nichts zur Sache. Ich baru hier einfach mal frisch, fröhlich weiter. Und ich merke, dass wenn ich weiter abbauen würde, mir den Boden unter den Füßen wegschlagen würde. So. So sieht es nämlich aus, Leute. So ein Hardcore-Mensch bin ich. Jetzt kann ich mal eine kleine Ankündigung machen. Die Leute von euch, die das brandneue Spiel Bad Piggies kennen, na jetzt ist es nicht mehr brandneu, wenn die Folge hochkommt. Das werde ich let's playen. Habe ich mir gekauft vom App Store, runtergeladen dort. Und jetzt werde ich dann einfach mal schauen, dass ich einfach mal schnell aufnehmen kann auf meinem iPhone. Das werde ich vielleicht sogar noch heute regeln, dass ich dann heute noch eine Folge aufnehmen kann. Dass da mal jedes Wochenende eine Folge kommt oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das anstellen werde. Allerdings wird es so sein, dass es nicht wirklich regelmäßig, na okay, regelmäßig schon, jedes Wochenende, sagen wir mal, eine Folge Bad Piggies kommt. Und was willst du? Was guckst du? Was guckst du? Was guckst du, Schwein? Danke, Schwein. Dass jede Folge eine Wochenende kommt, dass jedes Wochenende so eine Folge circa kommt von Bad Piggies, weil mir das Spiel einfach irrsinnig gut gefällt. Und ich liebe eigentlich solche Tüftel-Rätel-Spiele, merkt man, und Portal 2, was ich pausiert habe für unbestimmte Zeit. Naja, kann man nichts machen, aber irgendwann wird es vielleicht Portal 2 wieder geben. Egal, jetzt dreht sich's um Bad Piggies. Hat die Schweine von Angry Birds implementiert. Wo man... Ach, ich erzähle noch nicht wirklich so viel für von dem Spiel. Da warte ich einfach mal, bis ich das Let's Play rausbringe. Und dann erkläre ich das ganze Spiel. Also da dürft ihr euch freuen, falls ihr dieses Spiel selber spielt. Werdet ihr jedes Wochenende ein Video kommen, werdet ihr jedes Wochenende ein Video sehen von mir. Vielleicht mit 20, 30 Minuten Folgen, ich habe keine Ahnung. Je nachdem, wie schnell ich in einem Level bin. Ja, vielleicht könnte ich das so machen, pro Folge 5 Level? Ich weiß es nicht. Am Ende wird es ja dann schon schwierig. Da überlege ich mir dann einfach noch mal ein bisschen, wie das so ist. Dann geht's weiter mit Ankündigungen. Nach Bad Piggies, also irgendwann parallel dazu, wird ein Shakes and Fidget Let's Play kommen.
Indem ich mir nicht wehtun hoffentlich. Ja. Indem ich mir nicht wehtun werde, hoffentlich, weil wehtun ist nicht so lustig. Das tut dann nämlich weh. Und ist dann gar nicht schön. Kann ich euch sagen, Leute? Das ist Kacke dann, wenn wehtun. Also. Sind wir eigentlich schon weit hier beim Abbau? Kriegen wir dann auch wieder ein bisschen Cobblest. Das ist dann auch blöder Cobblestone. Kein Problem. Weil unsere Monsterfalle hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß ja nicht wieso. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Also, entweder ist die Spawnrate wirklich so gering, dass da nichts spawnen könnte. Oder ich habe was falsch gemacht, Leute. Auf jeden Fall bin ich jetzt noch am Überlegen, ob ich die Monsterfalle hier hinbauen soll. Oder unter mein Haus drunter. Ich bin ja eigentlich irgendwie für unter mein Haus, weil da habe ich dann, kann ich dann irgendwie so Glas machen, dass ich dann im Dunkeln runtersteige oder so. Weil im Dunkeln irgendwie gut munkeln ist und es ist dann irgendwie gut für die Zombie-Skelette und Creeper. Was vielleicht, auch nur ganz, ganz, ganz vielleicht kommen wird, wenn ich mir dann nicht zu viel vornehme. Ein Minecraft Pocket Let's Play, Pocket Edition. Ach, ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt hier das nächste Mal sterbe, dann wird ja normalerweise die Welt gelöscht. Ich speichere sie aber jedes Mal neu ab, sodass ich keine Verluste haben kann, wenn die Welt... Wenn ich sterbe. Und dann könnten wir das ja so machen, dass wenn ich das nächste Mal draufgehe hier, dieses Let's Play pausiert wird und vielleicht dann irgendwann später fortgesetzt wird und dazwischen, in der Zwischenzeit ein Minecraft Pocket Edition Let's Play kommt. Weil da gibt es mittlerweile Survival Mode, gibt es mittlerweile auch Peaceful und so und man kann richtig viele Sachen machen, fast schon mehr wie hier. Und das würde mir ziemlich viel Spaß machen. Also, da bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich das machen werde. Ach, machen wir das einfach so. Das mache ich jetzt hier in eine Entscheidung rein. Wenn ich das nächste Mal draufgehe, was wahrscheinlich sehr bald sein wird. Ach, sag nicht, dass wir keine Stickies haben. Aber wir haben noch Holz. Blume, Holz. So. Nein, das war keine Crafting Table. So, das mache ich jetzt einfach mal, wenn wir sterben, fange ich in Minecraft Pocket Edition Let's Play an. Habe ich eh schon eine kleine Welt vorbereitet, wo ich ein bisschen zwischendurch mal zocke, wenn es im Unterricht ein bisschen Fahrt ist. Psst, nicht weiter sagen. Aber das ist jetzt nebenbei einfach so dann Let's Show hier, Let's Show World, was ich da im Unterricht dann baue, wo auch ein paar Kumpels von mir mitbauen aus der neuen Schule. Ich finde das ein richtig gutes Projekt eigentlich hier. Haben schon, wie viele Leute? 3 Leute waren auch schon auf der Map oben, was wir im Multiplayer dann gezockt haben, ein bisschen. Und wird auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. So. Hier abbauen. Abbauen. Hochspringen, abbauen. Und jetzt einfach mal die Mauer Schicht für Schicht, oder? Ja, machen wir das mal. So. In Minecraft Pocket Edition, da wird hoffentlich jetzt bald dann nochmal ein Update kommen, dass man, weiß ich nicht was machen kann, einfach mal ein bisschen mehr Funktionen hat. Jetzt hat man ja gerade mal nicht so viele Funktionen. Man kann sich zum Beispiel mit einer Schere keine Wolle abschneiden von Schafen, kann sich, keine Ahnung, kann keinen Redstone abbauen. Das wäre ja auch mal richtig gut. Dann kann man unterwegs auch Redstone-Schaltungen konstruieren. Da werde ich auf jeden Fall dann im Let's Play auch was mit einbinden von Redstone.